Es ist die erste Weltmeister-Mahnwache für Frieden und Gerechtigkeit. Und es wird nicht die letzte sein. Am 19. Juli 2014 findet die erste bundesweite Mahnwache in Berlin statt. Warum eine Mahnwache für Frieden und Gerechtigkeit? Weil es angeblich keinen mehr angeht, dass Geld kreative Energie ist und sie durch den Zinseszins verpufft und wertlos wird, dass wir geistesgestörten Bankmanagern unser Geld geben müssen, nur weil sie eine künstliche Finanzkrise erschaffen haben, dass zufällig gleichzeitig die größte Hungerkatastrophe der gesamten Menschheit geschieht und sich keiner dafür interessiert, dass tagtäglich 5000 Kinder sterben müssen, weil wir ihr Wasser für Biosprit verbrauchen, dass die Erschaffung von Geld einigen wenigen vorbehalten ist, die mit dieser Macht das Krankhafteste und Schmerzvollste aus jedem einzelnen Menschen herausholen, dass die Lebensmittel mit Aromen, Geschmacksverstärkern, Zuckerersatzstoffen und Suchtmitteln versetzt werden und eher krankheits- als gesundheitsfördernd sind, dass wir Tiere essen, die ihre Lebenszeit wegen der Profitgier um 95% verringert leben, dass sie in Zeitraffer dahin vegetieren, Fütterungen mit Medikamenten und ohne Sonne erleben, bis sie zusehen müssen, wie ihre Artgenossen unwürdig und schlussendlich sie selbst abgeschlachtet werden, dass wir kein Gemüse mehr essen sollten, weil Menschen in Schutzanzügen und Atemmasken sie anbauen, dass wir durch die Überdünnung in der Landwirtschaft kein Brunnenwasser mehr trinken sollten, dass unser Mineralwasser uranhaltig ist, dass unser Leitungswasser standardmäßig nicht auf Medikamenten oder Giftrückstände untersucht wird, dass Kinder unter schlimmen sklavenähnlichen Zuständen unsere Kleidung und Technik herstellen, dass Tierexperimente in Versuchslabors nichts mit der realen Welt zu schaffen haben und Milliarden Tiere grundlos den schlimmsten Folterungen ausgesetzt werden, dass unsere Art der Energiegewinnung Menschen tötet, die Umwelt auf Generationen vergiftet und Kinder mit Missbildungen deshalb geboren werden, dass wir ein Krankheitssystem und kein Gesundheitssystem haben, dass wir ein Bildungssystem haben, das aus kreativen Kindern willenlose Bioroboter-Konsumenten macht, dass wir Kriege führen wie in Jugoslawien, Afghanistan oder anderswo, wo die US-Regierung uns gerne hat, um Unfrieden, Wut und Hass zu sehen, damit aus einem erdachten Terrorfeindbild ein echter Feind wird, dass wir damit einverstanden sind, unsere Grundrechte einigen Kriminellen zu schenken, eine komplette Überwachung von jedem einzelnen Menschen zuzulassen, nur weil unsere Medien und Politiker Gehirnverschmutzungen in unseren Köpfen auslösen. Lösen, dass unsere engsten Verbündeten Folter und Massenmord legalisierten, dass Menschenrechte, wie das Recht auf Nahrung, Wasser und Land, Firmen zugesprochen wird und wir als Eigentum dieser Firmen wie Vieh gehalten werden, dass das Zuschauen beim TV das freigeistige Leben, die Familien und den eigenen Willen zerstören, dass wir als Konsumenten gegen all diese Dinge nichts tun? Jetzt ist die Zeit, und wir müssen jetzt Präsenz zeigen. Jeder Mensch ist grundsätzlich für Frieden und Gerechtigkeit. Manche sind schon jetzt regelmäßig bei Mahnwachen in diversen Städten dabei. Warum? Weil wir fast nichts Gutes mehr sehen. Korrupte Politiker, falsches Geld und Kriege sind der Grund dafür. Aber wie kann eine Mahnwache da helfen? Wir alle, Menschen aus dem einfachen Volk, mit oder ohne Beruf oder Job, Großeltern oder Eltern, Kinder oder Bettler, wir alle glauben nicht, sondern wissen, dass unsere Volksvertreter ihren Beruf nicht richtig ausüben. Wir alle sind die Mehrheit und glauben, dass wir das nicht ändern können, tun nur das eine, regen uns Tag für Tag über andere auf und folgen dem, was das TV gerne aus uns machen würde, Superhelden, Rock- oder Popstars oder einfach nur Gewinner. Und genau das Gegenteil ist aus uns geworden, ein Schwarm voller Individuen, die durch die Gleichschaltung keine mehr sind und meinen, nur wenigen Dirigenten folgen zu müssen, da sie sonst nicht mehr überlebensfähig seien. Und stellen wir uns jetzt einfach mal utopischerweise vor, dass alle sich an einem jeden Montag zu einer gewissen Zeit treffen und für 3 Stunden nichts tun außer dazustehen, ist das eine Gleichschaltung, die Sinn hat und das auch noch aus einzelnen individuellen Gründen. Es sollte dort keine Abstimmungen darüber geben, was im Einzelnen geändert werden muss oder soll. Das ist völlig irrelevant. Umso mehr Probleme erkannt werden, umso mehr Menschen werden sich versammeln. Umso weniger Probleme erkannt werden, umso weniger Menschen werden sich versammeln. Aber
aber sie sollten über das reden dürfen, was sie wissen. Wenn das Gesamtbild über die Arbeit der Volksvertreter nicht stimmt, so muss der Souverän, wir, zeigen, dass es Probleme gibt und die Volksvertreter daran zu arbeiten haben. Sollten die Volksvertreter ruhig raten, warum die Massen zusammenstehen. Und deshalb ist auch du herzlichst eingeladen, Präsenz zu zeigen. Wir treffen uns ab 15 Uhr am Alexanderplatz. Die Mahnwache beginnt um 18 Uhr am Potsdamer Platz.